Es ist so, dass das natürlich Bayern München im Moment top drauf ist. Sie haben über die Jahre immer eine Top-Mannschaft. Manchmal schaffen sie es, das hervorragend auch umzusetzen, die Qualität, die in dieser Truppe immer steckt. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment so. Also es wird für uns eine sehr, sehr schwere Partie. Auf der anderen Seite ist es gerade für meine Mannschaft, glaube ich, eine hervorragende Partie, sich beweisen zu können, sich den Aufgaben zu stellen, sich an den Gegenspielern eben auch selbst stark zu machen. Mario Mandzukic und Claudio Pizarro, beide sind hervorragende Stürmer und es ist schwierig, beide auch zu stoppen. Und ich freue mich immer, wenn ich Claudio sehe und freue mich auch, wenn er spielen würde, würde ich mich auch freuen. Würde mich auch freuen, wenn er kein Tor schießt. Natürlich ist das für einen Spieler, wenn er gegen die Mannschaft spielt, in der er zuletzt agiert hat und das noch nicht so lange her ist, vielleicht auch etwas Besonderes. Und er wird sicherlich den einen oder anderen noch kennen, der dort aufläuft, gegen uns aufläuft. Und es wird für ihn sicherlich eine besondere Partie, aber ich glaube, dass er das Beste daraus machen wird.